Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apropos, wir starten zwar mit dem nächsten kleinen Tipp, dem nächsten kleinen Trick. Und zwar hatte ich ja schon vor 2 Jahren das Video gemacht, dass dieses lustige Smartphone hier einen Wackelkontakt hat. Und zwar an der Micro-USB-Buchse. Und ja, das Video ist schon eine ganze Weile her. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen. Ich muss mal ganz kurz schauen, wieso kriegen wir hier keinen Zoom drauf. Auf jeden Fall war das ja damals kein Garantiefall laut einem Markt mit Garantieansprüchen. Ich kriege ja einfach keinen Zoom. Was ist denn da? Jetzt haben wir den Zoom drin. So, hier ist die USB, Micro-USB-Buchse. Da, jetzt haben wir sie schön scharf. Ist alles eigentlich noch drin. Aber wenn man jetzt versucht, hier mit einem Micro-USB-Kabel zu laden, dann klappt es manchmal und manchmal auch nicht. Und die Prozente gehen kaum hoch. So, wir schauen mal. Oben, ihr seht das Ganze hier. Powerbank angeschaltet, 5,19 Volt, aber es wird nicht geladen. So, das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen dran rumdrücken und mit etwas Glück fängt das Gerät an zu laden. Aber wirklich noch mit sehr viel Glück. Jetzt gibt es aber einen. Ah, jetzt fängt es gerade an zu laden. Und es hört auch gleich wieder hinterher auf. Sobald hier was blinkt und die LEDs sich neu einstellen, so, jetzt müsste es doch. Es war kurz da, das Ladesymbol. Aber es bricht aber auch immer wieder schnell ab. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir das Ganze mal hinkriegen. Das heißt, man kann es also über die Micro-USB-Buchse nicht laden. Deswegen habe ich mir ein externes Ladegerät geholt, um den Akku somit laden zu können. Ah, jetzt sieht man das Ganze hier oben. Es lädt langsam wieder. Und zwar oben rechts sieht man mit 200 mA, 350 mA. Es schwankt gewaltig, wie man da an dem Multimeter sehen kann. Knapp 300 mA jedes Mal. Schöne Sache. Wenn ich jetzt aber wieder loslasse, hört es sofort wieder auf. Ist natürlich kein Dauerzustand. Diesbezüglich konnte man hinten hier den Akku natürlich oder kann man den Akku immer noch rausnehmen und in ein externes Ladegerät, wie gesagt, einfügen und dann natürlich aufladen. Das ist eine schöne und gute Sache, funktioniert auch sehr gut und man kann natürlich mit Wechselakku sehr gut damit klarkommen. Da das ja aber nur ein Nebenhandy ist jetzt und kein alltagstaugliches Handy mehr war zu dem Zeitpunkt, wurde ein Galaxy S4 damals angeschafft und dieses ist ja eigentlich nur noch nebenher zu betreiben. Aber jetzt habe ich eine neue Sache herausgefunden und zwar habe ich ja im anderen Video schon mal vorgestellt, gibt es ein neues Micro-USB-Kabel, welches an Ober- und Unterseite dieselbe Portstärke hat. Und wenn ich jetzt hier dieses daneben halte, mit dem hier rechts habe ich gerade versucht, das Handy zu laden und mit dem hier links kann man, egal wie rum das Kabel drin ist, sein Smartphone aufladen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Die sehen an der Stelle natürlich fast gleich aus. Also so ist die flache Seite und jetzt drehe ich das Ganze mal rum. Ist hier die runde Seite, aber hier ist auch eine flache Seite. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal so nach oben drehe, sieht man, dass dieses Kabel hier zwei flache Seiten hat und das rechte hier nur hier die flache Seite und hier die runde Seite. Wenn wir jetzt natürlich eins mal ausprobieren und dieses Ganze hier reingeben, ist es egal, wie rum das Kabel sozusagen in den Micro-USB-Port eingeführt wird. Es lädt immer. Das funktioniert bei Smartphones, bei Powerbanks und bei ganz anderen Geräten ohne Probleme. Wer da vielleicht noch mal ganz kurz sehen will, wie das Ganze funktioniert. Wir machen die Powerbank an. Wir lassen das Ganze hier so rum. Ich halte das Kabel extra fest. Rein damit. Und ihr seht oben, 1,9 Ampere bei 5 Volt lädt jetzt die Powerbank auf. Ist sinnfrei, aber es ist einfach nur, um zu zeigen, dass das Kabel so funktioniert, wie es sein soll. Knapp 2 Ampere. Das heißt, bei 16.000 mA lädt das Gerät in ca. 8 bis 9 Stunden die Powerbank hier voll. Also am Netzteil natürlich. Jetzt ziehen wir das Ganze ab und ich halte das Kabel hier fest. Genauso, ohne einen Cut zwischendurch. Und drehe die Powerbank rum. Wie man hier sieht, ist hier ja die runde Seite und hier die flache. Aber da das Kabel ja von beiden Seiten zu benutzen ist, zack, reingesteckt. Und sofort wieder dieselbe Ladestärke mit 1,94 Ampere lässt sich das Gerät super aufladen. So, und da habe ich gedacht, dann probierst du doch einfach mal aus, dieses Kabel an einem alten Smartphone, welches schon ewig keinen Kontakt mehr zu Micro-USB-Kabeln hatte. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, was passiert. Wir stecken das Kabel ein. Auf der einen Seite, es hat nichts, keine Ladestärke. Jetzt drehen wir das Kabel mal rum. So,
es passiert auch nichts. Schade. Aber der Witz daran ist, vorhin hat es funktioniert. Jetzt natürlich an der Stelle nicht. Doch jetzt gerade funktioniert es wieder. Hat bloß eine Weile gedauert. Also es ist jetzt wirklich ein Kabel. Ja. Und das Gerät lädt zum ersten Mal wieder über Micro-USB. Man kann natürlich jetzt nicht großartig da mit dem Gerät rumspielen. Aber im Liegen lädt es auf jeden Fall bei 360 mA im Moment, nur weil es bei 80% Ladekapazität ist. Das heißt, bis 80% lädt es ja sehr schnell. Es hat ein 1 Ampere Originalladegerät gehabt. Ja, und reguliert jetzt hier die Geschwindigkeit runter. Und wenn ich das Ganze jetzt anhebe, müsste, oh, 800 mA kurz mal gewesen, so, dann hört es wieder auf. Ich lege es trotzdem wieder hin. Es fängt wieder an, mit 1 Ampere zu laden. Das ist doch unglaublich, oder? Jetzt sogar schneller als vorher, weil es jetzt anscheinend die richtige Position hat. Das geht bisher nur mit diesem Kabel, was oben und unten dieselben Kontakte hat und nicht mit einem alten Kabel. Ich kann natürlich auch noch ein anderes Kabel an der Stelle nehmen, um das Ganze natürlich nochmal zu überprüfen. Nehmen wir nochmal eins raus hier. Ein ganz anderes. So, und probieren dasselbe hier an der Stelle auch nochmal. Stecken das ganze Kabel ein. Es kommt natürlich immer auf den Winkel an, wie das Smartphone liegt. Das ist klar, kaputt ist kaputt. Aber mal gucken, ob es funktioniert. Stecken das Kabel ein und nichts passiert. Wir wackeln mal ein bisschen dran rum. Ich glaube, so hat es immer funktioniert, genau. Jetzt halte ich das Ganze hoch und es lädt aber nur mit 160 mA. Also langsamer als mit dem anderen Kabel. Und lasse ich es los, hört es sofort wieder auf. Auch hier an der Stelle ein und dasselbe Kabel. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr eine kaputte Micro-USB-Buchse habt, probiert an der Stelle doch mal so ein Kabel aus hier, welches beide Seiten gleich hat. Die Garantie ist natürlich nicht so hoch, dass es wieder zu 100% funktioniert, aber ihr habt gesehen, dass bei mir alles komischerweise machbar ist. Das heißt, ich kann das Gerät laden lassen mit kaputter Micro-USB-Buchse. Sei es jetzt mit diesem Kabel. Ich kann auch noch ein drittes Kabel holen. Huch, schauen wir mal, welches sich hier als nächstes anbietet. Ja, womit ich sonst mal die Powerbanks auflade. Ja, auch noch so eins. Mehr oder weniger im Originalzustand. Nie ganz aufgerebbelt gewesen. Ganzes Kabel hier nochmal rein. Schauen wir mal, was passiert. Es passiert nichts. Drücke ich das Kabel hier ein Stück runter. Ah, jetzt geht die Powerbank gerade aus. Schade. So, schauen wir mal. Oh, da hat es kurz eben angefangen zu laden. Nanu? Hat doch kurz mal geladen. Wieso macht es das jetzt nicht mehr? Ich halte es mal so. Komisch. Eben ging es doch. Jetzt funktioniert es wieder. Ach hier, gucke. Jetzt sind wir wieder bei knapp 1 Ampere. Aber wenn ich das Ganze jetzt natürlich loslasse. Oh ne, er bleibt dabei. Ganz vorsichtig. Ja, da war es schon wieder vorbei. Also es funktioniert natürlich auch so. Aber einfacher habe ich das Gefühl gehabt, ging es jetzt mit diesem Kabel. So, achso, übrigens kann man natürlich auch hier die Seiten nicht vertauschen. Wie man gerade sieht, ist es vollkommen egal, welche Seite mal eingesteckt werden muss, weil normalerweise hat man ja sonst hier oben immer die Blockade aus Plastik, so dass man das normale USB-Kabel immer nur in eine Richtung einführen kann. Das heißt an der Stelle natürlich so, wie es jetzt gerade ist. Nanu, mach mal hier scharf, Fokus drauf. Jetzt hat das. Das heißt, so wie es jetzt ist, passt das Kabel nicht rein. Drehe ich das Kabel aber rum, dass der Plastikbalken unten ist, passt es rein. Bei diesem Kabel hier ist das Ganze aber anders. Man braucht sich da gar keine Sorgen machen. Das heißt, ich kann das Kabel sowohl in der Richtung als auch in der anderen Richtung einstecken und es passiert gar nichts. Das heißt, es passt so rum. Und jetzt nehmen wir es raus. Ich drehe es rum und zack. Es passt auch in die Richtung rein, weil wenn man beide Kabel nebeneinander hält, ist hier eine Blockade, hier keine, hier oben auch keine und hier ist nur auf der einen Seite keine. Drehen wir das jetzt rum, ist hier die Blockade oben und hier ist wieder keine oben oder unten. Das heißt, eine sehr gute Erfindung. Genauso funktioniert es hier auch bei diesem Micro-USB.
Wenn wir die jetzt beide mal nebeneinander halten, frage ich mich, wie gesagt, in den ganzen Jahren der Technologie, warum man da bis jetzt gewartet hat oder warum ein Startup-Unternehmen jetzt erst drauf gekommen ist, dass man das Ganze jetzt erst auf den Markt bringen kann. Das ist eine wirklich komische Sache, aber jetzt ist es soweit und es funktioniert tadellos. Gibt es übrigens in 2 Meter Länge, ich glaube auch in 1 Meter Länge, aber 2 Meter Länge bietet sich natürlich an. Damit kann man richtig viel, ja, Platz sparen und natürlich Geräte aufladen. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Kleiner Tipp am Rande, doppelt gemoppelt hält besser. Bis dahin, auf Wiedersehen.